Der 28. Spieltag in der Bundesliga steht an, die Länderspielpause ist überstanden und jetzt folgen die Partien Hoffenheim gegen Köln, Schalke gegen Freiburg, Leverkusen gegen Augsburg und Hannover gegen Leipzig unter anderem. Dazu noch Stuttgart gegen Hamburg Samstagabend, dann Bayern gegen Dortmund ebenfalls Samstagabend, Hertha gegen Wolfsburg, Sonntag dann noch Bremen gegen Frankfurt und Mainz gegen Gladbach. Ihr seht hier die Timelinks und wenn es euch später gefällt, würde ich mich über eine Bewertung oder ein Abo freuen. Ansonsten jetzt viel Spaß beim Zuschauen. Los geht's mit Hoffenheim gegen Köln. Vor der Länderspielpause konnte die TSG 1899 Hoffenheim gegen Gladbach in einem spektakulären 3:3 ein Sieg in letzter Sekunde nicht über die Zeit bringen. Im variablen 5-3-2 bzw. 3-5-2 sollte es gegen am letzten Spieltag erfolgreiche Kölner von Beginn an rangehen, die im 3-4-3 ebenfalls sehr mutig offensiv nach vorne unterwegs. Den besseren Beginn allerdings hatten die Gastgeber über die linke Seite, ging das dann über Kramaric, Schulz und der erste Abschluss nach 8 Minuten. Nadim Amiri hätte hier schon durchaus das 1:0 erzielen können. Kommt da völlig frei vor Timo Horn zum Schuss, verfehlt das Gehäuse allerdings dann um einen Meter, doch relativ deutlich. Da wäre mehr drin gewesen. Dann kam auch Köln mal nach vorne. Heinz über die linke Seite gibt er erstmal den Ball an Leonardo Bittencourt ab und dann ging es schnell. Hector mit dem Ball in die Mitte auf Cosiello und dann Yuya Osako scheitert an Baumann, der rausgekommen ist, den Winkel verkürzte und dadurch die besseren Karten auf seiner Seite hat. Und dann Köln wenig später fast mit dem 1:0. Bittencourt, der eine sehr auffällige erste Hälfte spielte, trifft hier allerdings nur das Gebäck. Dann kam vor der Pause nochmal Sinzheim nach vorne. Serge Gnabry auf Grilic und dann Amiri mit der Vorlage auf Andrej Kramaric und der Kroate nach 44 Spielminuten mit dem 1:0. Sein mittlerweile schon 10. Saisontor bedeutete das 1:0 für die Gastgeber. Das war nicht unbedingt unverdient. Eine ausgeglichene erste Hälfte hatte jetzt zumindest seinen ersten Treffer. Heinz bekommt den Ball durch die Beine hindurch und Timo Horn ist dann geschlagen. Zweiter Durchgang braucht er ein wenig, um in Fahrt zu kommen. Dann aber knapp eine Stunde gespielt und der eingewechselte Jean Córdoba muss hier das 1:1 machen. Völlig frei aus kürzester Distanz scheitert er allerdings an Baumann. Hoffenheim aber auch immer wieder mit Akzenten nach vorne, allerdings die einzigen Abschlüsse eher harmloser Natur. Kramaric hier deutlich vorbei, aber sie gaben nicht auf. Eine Viertelstunde vor Schluss wollten sie dann endlich den Deckel drauf machen. Diese Partie entscheiden allerdings gegen Timo Horn. Ist Kader Rabeck der zweite Sieger. Schöne Parade vom Kölner Hintermann, der sich wieder gesammelt hat nach dem Spiel gegen Stuttgart. Köln kam dann kurz vor Schluss nochmal von der linken Seite über eine Ecke. Córdoba macht das erstmal gut, bringt den Ball nochmal nach außen. Hector auf Bittencourt und der Ausgleich. 88. Spielminute, der erste FC Köln gleicht doch noch aus. Und das war über die 90 Minuten gesehen auch verdient. Wer weiß, wie viel dieser Punkt im Endeffekt noch wert sein kann im Kampf um Platz 16. Baumann ist noch dran, aber kann ihn nicht mehr abwehren. Und so ist dieser Punkt, zumindest moralisch gesehen, für Köln ein definitiver Gewinn. Für den FC Schalke 04 läuft es momentan besonders ergebnistechnisch sehr, sehr erfolgreich. Der Sportclub aus Freiburg war zu Gast und bekam wie so häufig unter Domenico Tedesco ein 5-3-2 bzw. 3-5-2 im Angriff zu sehen. Christian Streich stellte auf 4-4-2 mit Petersen und Terracino leicht dahinter versetzt in der Spitze. Schalke allerdings übernahm hier von Beginn an das Zepter. Waren hier natürlich auch klar favorisiert. 5 Siege in Folge sprechen eine klare Sprache. Caligiuri, der Ex-Freiburger, kann sich da durchsetzen. Burgstaller mit dem ersten Abschluss. Allerdings verfehlt er hier das Gehäuse noch etwas deutlicher. Aber sie näherten sich an
und machten hier eine gute Partie gegen Freiburger, die zu Beginn der Partie deutlich überfordert schienen. Und wenig später nur Burgstaller wieder, feuerte aus allen Lagen, 13 Minuten gespielt, trifft hier nur das Außennetz. Es wäre schon durchaus der ein oder andere Treffer für die Gastgeber drin gewesen. Dann kam Freiburg mal nach vorne, der Ball erstmal abgewehrt, aber Höhler macht ihn nochmal heiß. Der Kopfball von Günther allerdings direkt in die Arme von Ralf Herrmann, stellt kein Problem für den Schalker Hintermann. Da, halbe Stunde dann gespielt. Freiburg hat das eigentlich unter Kontrolle. Söhnschi verliert den Ball an Meier Goretzka. 1-0 für Schalke. 32. Spielminute. Das 5. Saisontor für den zukünftigen Münchner besorgt die Führung für Königsblau. Definitiv verdient diese Führung für S04 und das war ein klarer Fehler von Söhnschi. Dann ist die Verteidigung unorganisiert. Alexander Schwolo ist machtlos. Toller Linksschuss von Goretzka in die Maschen und so dann das 1-0. Aber vor der Pause dann nochmal die Riesenmöglichkeit zum Ausgleich. Lukas Höhler per Kopf testet der Ralf Herrmann. Der ist allerdings wieder zur Stelle und hält den Halbzeitvorsprung fest. Zweiter Durchgang. Freiburg dann wieder auf dem Weg nach vorne. Insua hat das Ding eigentlich schon, vergibt dann allerdings die Möglichkeit, den Ball zu klären. Allerdings Tim Kleindienst, das ist auch viel zu schwach, dieser Abschluss. Ein bisschen symptomatisch für die zweite Halbzeit, die lange brauchte, um in Fahrt zu kommen. Schalke kam nach etwa einer Stunde mal wieder nach vorne. Guido Burgstaller, dem war heute noch kein Tor vergönnt, zog häufig auch mit rechts ab, der ja nicht unbedingt sein stärkerer Fuß ist. Nichtsdestotrotz, gute Abschlüsse. Einzig und allein das Tor fehlte noch für den Österreicher. Aber sie machten weiter und wieder Burgstaller, der wirklich mehr und mehr Torschüsse abfeuerte aus allen Lagen, wie schon im ersten Durchgang erwähnt. Testet hier Schwolo, der ist zur Stelle und wehrt zur Ecke ab. Die brachte allerdings nichts ein und dann lief so langsam den Freiburgern die Zeit davon. 10 Minuten knapp noch zu gehen. Nils Petersen bringt die Flanke und dann ist der Haberer. Nimmt den Ball mit vollem Risiko, wird dann auch ein wenig gestört und dementsprechend verpasst er dann die Möglichkeit zum Ausgleich. Und das war's dann im Endeffekt. Der FC Schalke 04 schlägt den Sportclub Freiburg, siegt damit zum 6. Mal in Serie, zieht erfolgreich von dann und der SCF muss aufpassen, dass sie im Kampf gegen Platz 16 noch die nötigen Punkte einfahren. Die Derby-Pleite vor der Länderspielpause von Bayer 04 Leverkusen sollte möglichst schnell vergessen gemacht werden. Gegen Augsburg sollte es im 4-2-3-1 mit Volland wieder in der Spitze für den gesperrten Alario auch erfolgreich werden. Allerdings die Fuggerstädter in einer souveränen Saison, in einer stabilen Saison gegen Bremen 1-3 verloren. Nichtsdestotrotz konnten sie hier mit Selbstbewusstsein in die Bayer Arena anreisen. Und die erste Möglichkeit gab sich auch der FC Augsburg nach 3 Minuten. Daniel Bayer mit der guten Freistoßposition. Allerdings hämmert er Julian Brandt den Ball an den Rücken. Da wäre schon direkt mehr möglich gewesen. Leverkusen spielte hektisch auf und kam erst nach 27 Minuten zur ersten Möglichkeit. Charles Arangis, auch eine Freistoßsituation, eine relativ langweilige Partie. Augsburg spielte destruktiv und Leverkusen konnte dagegen wenig tun. Aber die Möglichkeit kam dann nach 28 Minuten. Leon Bailey mit der richtig guten Möglichkeit hier aus dem Nichts das 1-0 zu erzielen. Allerdings aus kurzer Distanz dann zu unplatziert. Und vor der Pause dann nochmal Augsburg, die tendenziell hier die etwas bessere Mannschaft von zwei schwachen Mannschaften war. Michael Gregoritsch nach 42 Minuten fast mit dem 1-0 nach Vorlage von Philipp Max, der mal über die rechte Seite kam. Allerdings auch das erfolglos. Vor der Pause dann aber nochmal der Gastgeber. Wendell ist das, der den Ball in die Mitte bringt. Baumgartlinger ist da viel zu frei, testet Marvin Hitz allerdings. Kann der den Ball dann
in den Arm festhalten. Und dann war Pause, eine langweilige Bundesliga-Partie. Setzte sich im zweiten Durchgang ebenso fort. Es kam dann aber langsam mal die Möglichkeiten und Daniel Bayer spielt den Ball auf Gregoritsch. Da wäre mehr drin gewesen, wenn er vielleicht etwas eigensinniger gewesen wäre. Aber so kam Leverkusen nach 69 Minuten wieder mal nach vorne. Bailey. Allerdings fehlte da auch wieder der ein oder andere Meter. Es war nach wie vor eine miserabel anzuschauende Bundesliga-Partie bei schlechtem Wetter. Hat hier wirklich kaum einer Spaß, diese Partie zu betrachten. Jetzt so um die 70. Minute etwas die bessere Phase der Partie. Gregoritsch allerdings, auch das ist kein hundertprozentiger Abschluss, der reingehen müsste. Und so Leverkusen, eine Viertelstunde vor dem Ende. Kai Havertz geschickt, Augsburg völlig offen und dann kommt da so etwas bei raus. Viel zu schwach diese Partie. Und weiterhin torlos 0:0. Es lief auf dieses Resultat raus. Arangis aber dann nochmal. 84. Minute fast mit dem Lucky Punch. Allerdings rettet für Augsburg das Aluminium. Dieser Treffer wäre auch absolut unverdient gewesen. Und so trennen sich in einer über 90 Minuten gesehen wirklich langweiligen Bundesliga-Partie Leverkusen und Augsburg verdient torlos mit 0:0. Hannover 96 muss langsam mal wieder punkten, ansonsten könnten sie noch auf den 16. Tabellenplatz abrutschen. Mit Leipzig kam ein Gast ins Niedersachsenstadion, der durch das 2:1 gegen Bayern am vergangenen Spieltag durchaus mit Selbstbewusstsein anreiste. Werner und Paulsen in der Doppelspitze, Forsberg vertrat in der Startaufstellung den verletzten Marcel Sabitzer. Und die erste Möglichkeit gehörte auch den Gästen aus Leipzig. Kevin Campbell ist das, der den Ball da lange treiben kann. Doppelchance, Doppelpfosten. Erst Kevin Campbell, dann Tobias Werner, der nicht im Abseits stand. Timo Werner natürlich setzt hier den Ball ans Aluminium. Und im Gegenzug dann Hannover nach vorne und Bakalorz mit dem 1:0. 9. Spielminute, erstes Saisontor für Marvin Bakalorz und die frühe Führung für Hannover. Schnell ausgespielter Gegenangriff nach diesem Doppelpfostenschuss der Leipziger und dann ist Gulaschi da relativ alleine gelassen. Bakalorz setzt sich ab von Kevin Campbell, kriegt den Ball in den Rückraum gespielt. Und aus 11 Metern hämmert er den Ball dann unhaltbar für den ungarischen Schlussmann in die Maschen. 1:0 also für Hannover. Ein guter Auftakt und sie spielten hier dann deutlich selbstbewusster und souveräner als in den vergangenen Wochen und fast nach 22 Minuten. Das zweite Tor, Felix Klaus nimmt den Ball per Direktabnahme mit dem linken Fuß. Gulaschi reißt die Arme gerade noch so hoch. Eine halbe Stunde jetzt knapp gespielt und Hannover drückte weiter. Leipzig fiel nicht mehr sonderlich viel ein nach den Möglichkeiten in der ersten Phase der Partie. Und dann Marvin Bakalorz, 30. Spielminute, 2:0 für Hannover. Mit neuer Glücksfrisur macht er hier seine ersten beiden Saisontore. Ganz wichtig für die Mission Klassenerhalt. Und André Breitenreiter ist natürlich komplett zufrieden mit diesem Spielverlauf. Mit links, mit rechts, Bakalorz hämmert den Ball einfach auf die Kiste. Gulaschi ist dieses Mal noch dran, allerdings dennoch machtlos. Und dann nochmal die Möglichkeit. Niklas Füllkrug muss hier eigentlich vor der Pause noch das 3:0 erzielen. Allerdings ganz knapp scheitert er hier mit links. Um wenige Zentimeter verreißt er den Ball über den Kasten. Im zweiten Durchgang weiterhin Hannover. Komplett selbstbewusst. Richtig starke Partie. Und Ivar Fossum mit der nächsten Möglichkeit, diese Partie schon zumindest vorzuentscheiden. Gulaschi wäre ohne Möglichkeit gewesen. Und ganz knapp fliegt dieser Ball links am Gehäuse vorbei. Was war mit Leipzig los? Das ist die große Frage. Sie kam einfach nicht nach vorne, weil Hannover hier ein Feuerwerk abbrannte. Die nächste Möglichkeit, Bebu ans Aluminium. Die Situation noch nicht geklärt. Ivar Fossum macht es nochmal scharf. Und Oscholek, der linke Verteidiger mit seinem schwachen rechten Fuß, scheitert hier auch haarscharf.
Die Frage war, rächt sich das, dass sie hier die Möglichkeiten nicht nutzen konnten. Leipzig 70 Minuten von der Uhr, dann nochmal mit dem Ballverlust. Wieder die Möglichkeit, Konter natürlich, jetzt war Leipzig weit aufgerückt, Martin Hanik. Allerdings scheitert an Gulaschi, der einzige bei Leipzig, der heute ein gutes Niveau an den Tag legte, war da größtenteils auf sich alleine gestellt im Kasten. Und Hannover, das war eine überragende Partie und im Endeffekt hätte es 3 oder 4-0, vielleicht sogar 5-0 ausgehen können. So schlagen sie Leipzig an Anführungszeichen nur mit 2-0, können damit absolut zufrieden sein. Und RB Leipzig muss sich fragen, was sie hier heute für eine Partie an den Tag gelegt haben. Unter Taifun Korkut ist der VfB Stuttgart überragend drauf und der HSV im Gegensatz dazu absolut niedergeschlagen. Wieder verloren gegen die Hertha und im 4-2-2-2 unter Taifun Korkut schon bekannt, sollte es für den HSV auch wieder nicht einfacher werden. Im 4-1-4-1 gleiche Aufstellung wie gegen Hertha. Da hatte es ja in der ersten Halbzeit mit dieser Aufstellung auch gut geklappt. Einzig und allein im zweiten Durchgang verloren sie dann komplett die Nerven und die Ruhe. Stuttgart nach 16 Minuten hier mit der ersten Möglichkeit. Tommy mit der Ecke von der linken Seite bringt die gefährlich rein. Pollersbeck kann den allerdings erstmal entschärfen. Doch die Situation noch nicht geklärt. Santiago Ascasiba wird da nicht angegangen. Christian Gentner dann Auflage für Santiago Ascasiba. Der Argentinier bekommt den Ball wieder nach 18 Minuten dann die erste Möglichkeit, die in Richtung des Gehäuses ging, allerdings noch zu ungefährlich. Dann der HSV in der Offensivaktion, hinten eben dementsprechend weit aufgerückt und Stuttgart nutzte das zum Konter. Mario Gomez über die linke Seite bringt da den Ball zu Erik Tommy. Gute Aktion, setzt sich dazu einfach durch Aogo und dann Daniel Ginczek. 1-0 für Stuttgart. 23. Spielminute, viel zu einfach. Dieser Konter zu Ende gespielt. Natürlich stark und schnell gemacht vom VfB, aber im Großen und Ganzen steht die Schuld beim HSV. Denn so darf das natürlich normalerweise nicht passieren. Sie sind da auch in Überzahl. Und dann ist das zu einfach. Wieder Ball ins Tor kullert für Pollersbeck. Die wenigsten Schuldzugeständnisse in dieser Situation. Eine halbe Stunde jetzt knapp gespielt. Stuttgart dadurch aufgepumpt. Und dann, Achtung, Dennis Aogo, Ex-Hamburger. 2-0 für Stuttgart. Erstes Saisontor natürlich gegen seinen Ex-Club. Gegen wen auch sonst, das ist auch wieder sinnbildlich für die Lage des HSV. Und das geht auch wieder viel zu einfach. Dennis Aogo, wann war der mal erfolgreich? Wann war der das letzte Mal in der Bundesliga erfolgreich? Hier hämmert er den Ball klasse auf den Kasten. Pollersbeck ist mal wieder chancenlos. Ginczek hält den Rücken zur Seite und dementsprechend das 2-0. Und damit die Partie schon so ein bisschen gefühlt zumindest entschieden, aber zumindest in die entscheidende Bahn gelenkt. Und wieder Dennis Aogo, das geht viel zu einfach. Matti Steinmann gerade noch so dazwischen. Der HSV, das einzige letzte Fünkchen Selbstbewusstsein, schien durch dieses 2-0 weggewischt worden zu sein. Ito hier vor der Pause die erste Möglichkeit, die auf das Tor ging, allerdings viel zu schwach. Und dann symptomatisch Fehler, Rick van Drongelen, Donis auf Mario Gomez. Allerdings Pollersbeck nach einer Stunde, der hier das 3-0 und damit die endgültige Entscheidung verhindert. Aber die Fantasie, wie der HSV das hier noch umbiegen sollte, blieb wohl selbst dem HSV-Fan, dem kühnsten aller, vorenthalten. Sie kam aber zur Möglichkeit. 64. Minute, wenn jetzt der Anschluss gekommen wäre, dann wäre vielleicht nochmal was möglich gewesen. Allerdings blieb dieser aus. Starke Parade von Ron Robert Zieler, der, wenn er gefordert war, zur Stelle war. Und dann Pollersbeck wieder mal im Fokus. Muss hier wieder parieren. Mangala schließt ab. Der hätte durchaus das Netz treffen können, allerdings Pollersbeck spielte sich hier und mehr in den Fokus. Er wurde alleine gelassen
seine Mannschaft komplett verunsichert. Und er eben der Einzige, der noch dagegen hielt. In der Nachspielzeit dann nochmal die Möglichkeit für den HSV. Bobby Wood auf Liu Saltby. Ron-Robert Zieler ist dazwischen und wehrt auch die letzte Möglichkeit von den wenigen, die der HSV hat in der Partie, ab. Und so verliert der HSV mal wieder, möchte man sagen. Der VfB Stuttgart kann damit endgültig den Klassenerhalt sicher machen und linst jetzt sicherlich nach oben in Richtung Europa League. Topspiel der Bundesliga: FC Bayern München gegen Borussia Dortmund. In der Vergangenheit war das immer noch so ein bisschen spektakulärer, denn da war die Meisterschaft meistens noch nicht zu 100% entschieden. Diese Saison allerdings sieht es komplett anders aus. Borussia Dortmund zu weit weg, um da noch realistische Möglichkeiten zu sehen, noch ranzukommen. 4-2-3-1 mit dem starken Batshuayi. Allerdings sollte zumindest der FC Bayern geärgert werden. Und die erste Möglichkeit gehörte einem Ex-Münchner. Mario Götze testet Sven Ulreich noch 9 Spielminuten. Dreht sich da um Alaba. Hummels kommt zu spät, aber auch schöne Parade von Ulreich, der in dieser Saison eben ein starker neuer Vertreter ist. Dann Fehler in der Dortmunder Hintermannschaft. Das ist Franck Ribéry, die erste Möglichkeit. Der Münchner allerdings abgewehrt von Piszczek, der sich da reinwirft mit dem rechten Knie. Wehrt er den Ball ab, aber Bayern wurde jetzt stärker. 10 Minuten vor der Pause kamen sie dann über die rechte Seite. Joshua Kimmich ist das, der den Ball treiben kann wie Dall. Und 1-0 für Bayern. 37. Spielminute, 7. Saisontor für den Chilenen. Und der Rekordmeister war in Führung. Die erste 100%ige Möglichkeit der Partie machte direkt den ersten Treffer fest. Das ging ein bisschen zu einfach dann. Ist Akanji zu weit weg. Bürki aus kurzer Distanz. Natürlich machtlos gegen den flachen Schuss von Arturo Vidal. Und vor der Pause nochmal die Möglichkeit für Bayern zum 2-0. Piszczek verliert den Ball an Alaba. Kein Foul und dann Lewandowski scheitert an Bürki. Der Schweizer, ja, wird ja momentan stärker und stärker. Das kann man ihm definitiv zugute halten. Zweiter Durchgang, Bayern mit der ersten offensiven Aktion. Ribéry, schöne Abnahme, testet Bürki und wie schon im ersten Durchgang, Roman Bürki bestätigt seine gute Form gegen den Franzosen in dieser Aktion. Und dann der anschließende Eckstoß. Ribéry kann sich da viel zu einfach durchsetzen, wird nicht angegangen. Lewandowski ist zu frei. 2-0 für Bayern. 24. Saisontor für den Polen. Aber was macht Dortmund da in der Verteidigung? Das soll mal beantwortet werden. Auf der Außenlinie tanzt Ribéry da ganz einfacher Kanji aus und dann ist Lewandowski alleine gelassen. Bürki hat das Nachsehen. Bitter für den Schweizer, der da alleine gelassen wurde. Aber Dortmund gab sich nicht auf, kam dann mal wieder nach vorne und Mario Götze machte den Anschluss. Sein drittes Saisontor, 66. Spielminute. Der BVB war wieder in der Partie. Und es waren noch 24 Spielminuten Zeit, die Partie auszugleichen oder zumindest zu drehen. Doch der FC Bayern München von diesem 2-1 noch etwas mehr angestachelt. Lewandowski 3-1 postwendend. Wieder der 2-Tore-Vorsprung hergestellt. Der Ex-Dortmunder hier mit einem Doppelpack 20 Minuten vor dem Ende. Macht er gefühlt wieder den Deckel drauf. Schabani ist das, der sein Debüt feierte. Gegen Leipzig schon auf der Bank saß. Hier durfte er dann nach 65 Minuten auch ran. Bürki ist chancenlos gegen diese Pille. Und dann 10 Minuten vor dem Ende. Schabani, wirklich tolle Partie vom Münchner Nachwuchsspieler. Testet hier wieder mal Roman Bürki mit dem rechten Handgelenk, kann er den Ball abwehren. Aber der anschließende Eckstoß, Ribéry, Lewandowski, 4-1. Jetzt wurde es für den BVB ziemlich heftig. Robert Lewandowski mit dem Dreierpack natürlich. Der Ex-Dortmunder, wer auch sonst, ist da wieder
viel zu frei. 2 bis 3 Meter werden ihm da Platz gelassen und dann ist der Pole eben zur Stelle. Da können sich die Dortmunder definitiv an die eigene Nase packen in dieser Situation. Das war zu einfach für den Rekordmeister, aber sie gaben sich nicht auf und zeigten Moral. Allerdings das 4:2 durch Julian Weigel in der 86. Minute. Natürlich nur noch Ergebniskosmetik. Das 4:2 im Endeffekt vielleicht noch ein Türchen zu hoch, aber im Endeffekt der Sieg für die Bayern, die Meisterschaft für die Bayern. Lewandowski mit dem Dreierpack gegen seinen Ex-Club. Alles ist so, wie es schon immer in der Vergangenheit war. Der FC Bayern dominiert alles und schießt sich zum nächsten Titel. Die Hertha scheint nach dem 2:1 in Hamburg den Klassenerhalt schon so gut wie sicher zu haben, wohingegen der VfL Wolfsburg neidisch in die Hauptstadt schaut. Die Elf von Pal Dardai im 4-2-3-1. Der gesperrte Marvin Plattenhardt von Mittelstädt vertreten, stattdessen Kalou links jetzt im Mittelfeld. Von Anfang an im Gegensatz zum Spiel gegen den HSV Wolfsburg allerdings unter Bruno Labbadia zumindest etwas verbessert. Das 0:1 gegen Schalke war definitiv unnötig, so kamen sie hier besser in die Partie. Divock Origi macht das gut und das 1:0 bereits nach 4 Minuten für die Gäste. Richard Lee Bazoer mit dem 0:1 für die Wölfe. Das war natürlich der Auftakt nach Maß für Bruno Labbadia, der bislang noch ohne Sieg dasteht. Und die Partie hier zumindest mal auf eine Bahn lenkt, die ihm sehr gut gefallen könnte. Allerdings Hertha davon kaum beeindruckt, spielte gut nach vorne. Lazaro mit der Vorlage auf Vedat Ibisevic, der allerdings noch an Kuhn-Kastels scheitert. 25 Minuten gespielt, Hertha machte die Partie. Wolfsburg profitierte vom frühen 1:0. Dann ist das aber Arne Meyer, der die Partie ausgleicht. 1:1, hochverdient. Das Tor für Berlin. Das erste Bundesliga-Tor für Arne Meyer beschert den Herthanern den Ausgleich, den hochverdienten in dieser Situation. Das geht viel zu einfach, wie er sich da dreht. Gegen Robin Knoche, der das bittere Eigentor gegen Schalke erzielt in der 86. Spielminute. Sieht hier wieder alt aus. Und Kastels ist dann gegen diesen platzierten Schuss von Arne Meyer machtlos. 5 Minuten allerdings knapp noch vor der Pause zu spielen. Wolfsburg drehte jetzt noch einmal das Tempo hoch. Iorigi ist das hier von Arnold bedient, der Rune Jahrstein testet, der das erste Mal in dieser Partie wirklich eingreifen muss. Beim 1:0 war er ja machtlos. Der anschließende Eckstoß allerdings auch gefährlich. Arnold, Brümer und dann fällt die da wieder Ball vor die Füße. 44. Spielminute. Die Gäste waren wieder in Führung. Keiner wusste so richtig, wie das zustande kommen konnte. Und Bruno Labbadia und seine Elf natürlich jetzt richtig zufrieden. So kurz vor der Pause, psychologisch sehr wertvoll. Brümer legt auf. Und dann steht die Davi goldrichtig für Jahrstein, der noch rauseilt. Keine Chance. 2. Durchgang, Hertha nach 54 Minuten mit der nächsten Möglichkeit. Eckball von der rechten Seite. Reingebracht von Darida und dann Davy Selke mit dem Kopfball. Allerdings ging der doch knapp über das Gehäuse hinweg. Keine Chance, den gefährlich aufs Tor zu bringen. Aber die Herthaner spielen jetzt in der zweiten Halbzeit richtig gut. Matthew Leckie, nächster Abschluss. Sie feuerten jetzt aus allen möglichen Lagen. Einzig und allein das 2:2 fehlte noch und der VfL Wolfsburg brachte nicht mehr sonderlich viel nach vorne. Aber Hertha lief die Zeit so langsam davon. Etwas mehr als eine Viertelstunde noch zu gehen. Matthew Leckie alleine, dann treibt er zu weit nach außen. Das ist viel zu wenig, was er draus macht und nichtsdestotrotz kriegt er am Ende eine gute Möglichkeit. Kuhn-Kastels ist allerdings zur Stelle. Eine Viertelstunde jetzt noch zu gehen. Hertha rückte auf. Kontermöglichkeiten für Wolfsburg ergaben sich. Bazoer, der Torschütze vom 0:1 aus der 4. Minute, verfehlt hier und verpasst die Entscheidung. Nichtsdestotrotz, der VfL Wolfsburg bringt dieses 1:2 gerade so über die Zeit
Es wäre nur noch eine Frage der Zeit gewesen, bis Hertha ausgeglichen hätte. Eine starke zweite Halbzeit der Hauptstädter reicht allerdings nicht zum Punktgewinn. Und Wolfsburg sammelt ganz, ganz wichtige Zähler im Kampf um den Klassenerhalt. Trotz einer überragenden Bilanz unter Florian Kohfeldt ist der SV Werder Bremen noch lange nicht gerettet. Allerdings, wenn sie so weiterspielen würden, wäre es nur noch eine Frage der Zeit, bis sie den Klassenerhalt sicher haben. Im 3-4-3 sollte es gegen starke Frankfurter rangehen. Die Eintracht in den letzten Wochen eher zu Hause gefährlich gewesen, auswärts, wie sie in der ersten Serie der Saison noch gut aufspielten, fehlte es jetzt im Rückrundenauftakt bis dato allerdings noch an den Ergebnissen auf des Gegners Platzes. Sie spielten aber hier gut auf die Elf von Niko Kovac mit der ersten Möglichkeit. De Guzman allerdings kein Problem hier, dieser Schuss von ihm für Pavlenka. Das Wetter war super, die Partie bot das komplette Kontrastprogramm und dann dieser fehlerhafte Freistoß von Abraham in die Füße des SVW und dann ging es schnell. Ishak Belfodil, Gebre Selassie nicht im Abseits, völlig alleine auf weiter Flur. 1-0 für Werder. Die Eintracht war komplett aufgerückt, weil mit so einem Freistoß von David Abraham nicht zu rechnen war. Und das schoss ihn dann ins eigene Bein. Ishak Belfodil mit der Vorlage und der rechte Verteidiger Theodor Gebrselassie mit dem Führungstreffer für Grün-Weiß. Radetzky ist da chancenlos. Und das war wirklich wie aus dem Nichts. Dieser Treffer, Frankfurt tendenziell etwas besser und so kam sie nach einer halben Stunde dann direkt zur Antwort. De Guzman, allerdings Sebastian Langkamp schmeißt sich dazwischen, sodass Pavlenka den Ball einfach aufnehmen kann. Und Bremen dann 5 Minuten später mit der nächsten Möglichkeit. Max Kruse setzt sich da stark durch. Guter Körpereinsatz. Und dann Florian Kainz mit dem Abschluss. Allerdings viel zu harmlos, als dass er da den Finn Lukas Radetzky im Kasten der Frankfurter beeindrucken könnte. Vor der Pause dann nochmal die Gäste. Mijat Gacinovic behält die Ruhe. De Guzman und dann Mijat Gacinovic und De Guzman im Zusammenspiel. Dann Danny Da Costa am Ende der Nahrungskette macht den Ausgleich. 1:1, 45. Spielminute. Zum psychologisch wertvollsten aller Zeitpunkte ist die Eintracht zurück in der Partie und das hochverdient. Über weite Teile der ersten Halbzeit war Frankfurt hier klar die bessere Mannschaft. Werder kam nach dem 1:0 etwas besser in die Partie. Nichtsdestotrotz geht dieser Ausgleich absolut in Ordnung. Fies angehoben dieser Ball, sodass Pavlenka das Nachsehen hat. Die zweite Halbzeit fing dann auch besser für die Gäste wiederum an. Jetro Willems setzt sich da über die linke Seite durch. Flankenball sehr gut und Marius Wolf gegen die Laufrichtung. Ganz, ganz knapp kullert der Ball links dann am Kasten vorbei. Pavlenka wäre ohne Chance gewesen. Muss aber nicht eingreifen zu seinem Glück. Aber nur wenig später. Die nächste Möglichkeit. Willems muss hier eigentlich das 1:2 erzielen. Die Bremer kamen nicht gut in die Partie. Wie im ersten, so auch im zweiten Durchgang. Einzig und allein die Chancenverwertung der Frankfurter ließ noch zu wünschen übrig, aber dann kam auch Bremen mal wieder nach vorne. Thomas Delaney im Zusammenspiel mit Kruse. Delaney. Knappe Stunde jetzt gespielt. Bremen wurde wieder etwas stärker. Allerdings war das hier keine hundertprozentige Torchance, sodass es weiterhin 1:1 stand. 10 Minuten vor dem Ende. Frankfurt kam dann nochmal. Marius Wolf auf Sebastian Haller, aber auch der Ball geht direkt in die Arme von Giri Pavlenka. So nochmal Bremen. 90. Spielminute. Die letzte Möglichkeit der Partie und die ist auch nur so halbmäßig erfolgreich gewesen. Mijat Gacinovic klärte den Ball. Radetzky kommt nicht mehr ran. Die Ecke allerdings brachte passend zum Spiel nichts mehr ein. Werder Bremen und Frankfurt trennen sich im Endeffekt 1:1. Für den SV Werder Bremen ist das noch etwas schmeichelhaft. Frankfurt allerdings wird mit diesem Punkt gegen formstarke Bremer auch definitiv nicht unzufrieden sein.
Die letzte Partie des 28. Spieltages lautete 1. FSV Mainz 05 gegen Borussia Mönchengladbach. Und der 1. FSV Mainz 05 muss langsam mal wieder Punkte sammeln. Ansonsten kommt der 1. FC Köln noch gefährlicher an die Mainzer eben ran. Gladbach allerdings will auch endlich mal wieder gewinnen. Das letzte Erfolgserlebnis, was mit einem Dreier im Endeffekt zu Ende ging, kam auch auf des Gegners Platzes gegen Hannover. Ist allerdings auch wieder einige Spieltage her. Das letzte Spiel 3:3 zu Hause gegen Hoffenheim machte zumindest moralisch so ein bisschen Mut. Allerdings besser starteten hier die Gastgeber. Und wie? 14. Minute, Daniel Brosinski fällt der Ball über Umwege vor die Füße und so macht er das 1:0 für den FSV. Gladbach überrumpelt ein wenig von den starken Offensivbemühungen der Gastgeber zu Beginn der Partie. Quaison kriegt den Ball nicht unter Kontrolle, aber dann fällt Brosinski dem linken Verteidiger die Pille vor die Füße. Jan Sommer kommt zu spät und so dann eben das 1:0. Aber nur wenig später im Anschluss Freistoßmöglichkeit für Gladbach. Hervorragende Freistoßmöglichkeit. Thorgan Hazard steht da, die Mauer wird fein säuberlichst gestellt. Richtig gefährliche Position. Adler im Tor ist bereit. Dann kam noch Raphael dazu, der im Endeffekt den Ball auch aufs Gehäuse bringt, zumindest in die Richtung des Gehäuses. Fehlte nicht viel allerdings. Richtig knapp war es wiederum auch nicht. Hazard hätte den gerne auch gemacht und vielleicht auch gefährlicher aufs Gehäuse gebracht. 20 Minuten jetzt knapp gespielt. Mainz wieder auf dem Weg nach vorne. Quaison allerdings zu schwacher Abschluss, sodass Jan Sommer nicht eingreifen muss. Es war eine ausgeglichene Partie mit Chancen auf beiden Seiten, aber Mainz führte eben durch das frühe Tor durch Daniel Brosinski noch mit 1:0. Aber Gladbach wurde vor der Pause stärker. Stindl mit dem Flankenball und dann macht es Balogun für seinen eigenen Schlussmann richtig gefährlich. Adler, der Florian Müller ersetzte, der gegen Frankfurt ein wenig patzte. Hier muss er nicht eingreifen. Allerdings, das war super gefährlich, was Balogun da veranstaltete. Und in der 38. Minute dann der Ausgleich. Was für ein Tor von Lars Stindl. 38. Spielminute. Super Direktabnahme nach diesem Eckstoß. Für Adler ist da keine Chance. Und mit allem Frust, mit aller Gewalt hämmert Lars Stindl den Ball in die Maschen. Und vor der Pause nochmal die Möglichkeit für Gladbach, sogar die Partie schon im ersten Durchgang zu drehen. Oskar Wendt auf Jonas Hofmann. Hazard völlig frei, trifft aber nur den Innenpfosten und hat Pech, dass der Ball dann von da nicht in den Kasten springt. Im zweiten Durchgang dann Mainz mit der ersten offensiven Aktion. Robin Quaison auf Brosinski, der sehr auffällig spielte. Ein Doppelpack hier erzielen wollte. Der Abschluss allerdings ging übers Tor. Jan Sommer musste nicht eingreifen. Wäre allerdings auch zur Stelle gewesen. Mainz tendenziell die bessere Mannschaft im zweiten Durchgang. Wieder Quaison. Über den ging viel Maxim. Und dann fällt sehr da der Ball direkt vor die Füße. Diesmal Glück für Gladbach, dass der Ball vom Pfosten nicht ins Tor prallt. 20 Minuten jetzt noch zu gehen. Mainz braucht eigentlich einen Sieg, um den 16. Tabellenplatz zu verlassen, aber die Abschlüsse waren nicht gefährlich genug. 20 Minuten noch zu spielen, die Zeit wurde eben dünner. Bereits jetzt die 88. Spielminute, Mainz kam nochmal. Jetzt der Lucky Punch, Nigel de Jong auf dem zweiten Pfosten. Brosinski kann mit dem Ball nicht umgehen und dann Maxi mit der letzten Möglichkeit der Partie. Der wäre vorbeigegangen, Janschke macht ihn nochmal so ein bisschen scharf, aber Jan Sommer ist auf der Höhe. Mainz und Gladbach trennen sich im Endeffekt nicht unverdient mit 1:1. Für den ersten FSV dürfte dieser Punktgewinn ebenso wie für Borussia Mönchengladbach etwas zu wenig sein. Das war die Prognose zum 28. Spieltag. Ich hoffe, wie immer, es hat euch gefallen. Danke für eure Aufmerksamkeit. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über eine Bewertung freuen oder über ein Abo. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen nochmal. Viel Spaß mit der Bundesliga. Bis dann und ciao.